Machen wir mal die Uhr ab. Ich muss dazu sagen, dass ich ein wichtiges Ereignis in meiner Kindheit hatte, und zwar mit ca. 10 Jahren. Da habe ich ein Buch geschenkt bekommen und da ging es um das Attentat auf John F. Kennedy. Und ich kann mich noch erinnern, da waren die Bilder alle noch in Schwarz-Weiß. Und ich habe in einer Nacht dieses Buch gelesen und bin halb in Ohnmacht gefallen. Es hängt damit zusammen, meine Mutter hat aus ihrer Generation sehr viel immer über John F. Kennedy mir erzählt, hat den Mann verehrt, kann man schon regelrecht sagen. Und dieses Buch hat ja nun komplett alles auf den Kopf gestellt, was man mir auch in den Schulen erzählt hat und was in den Medien gebracht wurde. Es war wirklich, man kann sagen, ein harter Aufschlag für mich, ein Erwachen. Und ab diesem Moment habe ich angefangen, viele Dinge zu hinterfragen und mit anderen Augen zu sehen. Als die Mauer gefallen ist, kann ich mich natürlich noch gut erinnern an diesen Tag und hatte aber, muss ich fairerweise sagen, auf der einen Seite war ich zweigeteilt, habe mich gefreut, dass endlich mal diese Mauer weg ist und wir auch zueinander kommen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gespürt, dass da auch andere Sachen auf uns zukommen, die nicht so schön waren, was wiederum, man kann sagen, Wochen nach, wir sind ja die wenigsten mittlerweile, Wochen nach Mauerfall wurde ja die Visafreiheit sofort für die Polen sein gelassen und am Bahnhof Zoo bei uns in Berlin hast du auf einmal Tausende von Polen gesehen und ja, dann ging es Schlag auf Schlag, brauche ich euch nicht erzählen, 93, Bosnienkrieg und so weiter. Also da wurden schon die Weichen gestellt, dass man alles verhindern sollte und musste, dass Deutschland nicht wieder ein starkes Land wird, sondern dass wir quasi, da wurde angefangen, dass wir zu überfluten mit den Migranten, ja, zu der Zeit. Als allererstes den Fernsehen auszumachen und am besten aus dem Fenster zu schmeißen und auf die Straße zu stellen. Wer weniger Fernsehen sieht, sieht einfach mehr durch. Das sehe ich als einer der Hauptprobleme überhaupt an, dass viele Leute immer noch sagen, okay, ich schaue zwar Fernsehen, erkenne die Lügen dahinter. Die Argumentation bekomme ich immer wieder zu hören und sage, naja, aber das ist doch auch gut. Dann sehe ich doch, wie die uns verblöden. Da sage ich, ja, aber jedes Mal, wenn du mit mir redest, bist du schlecht drauf. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, das ist so vergleichbar, als ob man klingelt an deiner Tür, du machst auf, man lädt den Müll ab und du machst die Tür wieder zu, danke schön, schönen Tag. Da würde jeder sagen, mache ich auch nicht, aber das macht ihr den ganzen Tag, sage ich zu den Leuten. Da ist diese Beeinflussung, die läuft auch auf tieferer Ebene ab. Das heißt unbewusst, sie merken es gar nicht, ob nun der Basensäurehaushalt, der sich verändert, Richtung Säure im Körper. Und die Leute sind nicht in sich selbst. Das heißt, ich würde sagen, eher sofort Fernseher ausmachen, anfangen alternativ zu informieren. Und viel, viel wichtiger ist, fangt endlich an, den wichtigsten Menschen auf der Erde zu finden und kennenzulernen. Der seid nämlich ihr selbst. Das bedeutet, dass ihr nicht nur den Fernseher auslasst, dass ihr einfach mal abends euer Telefon raus, Stecker rauszieht quasi oder ausmacht eure Handys, sondern dass ihr mal anfangt, über Atmung eure Gedanken zu beobachten. Und irgendwann werdet ihr feststellen, was es sogar Spaß macht, dass ihr nicht eure Gedanken seid. Das ist der erste Schritt. Und noch eine Sache, weil ich immer wieder diese Mails erhalte, tagtäglich, die sich alleine fühlen. Diese Leute, ihr seid nicht alleine, ihr seid überhaupt nicht alleine. Wir werden immer mehr, und zwar von Woche zu Woche. Ihr müsst nur anfangen, euch zu vernetzen. Da gibt es diverse Blogs im Internet, wo ihr mit den Leuten auch in Chats, wie auch immer, zusammenkommen könnt. Das wäre mein Tipp. Ich mache Sport, alles Mögliche, gehe joggen, im Sommer schwimmen. Wir wohnen ja unmittelbar am See. Und wichtig ist, dass ich jeden Abend einen Spaziergang im Grün mache, im Garten oder im Wald und Kontakt quasi aufnehme mit der Natur. Das ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Man merkt sogar ganz normales Kopfschmerzen, die vorher da sind, weil man befasst mich ja letztendlich auch täglich mit den negativen Dingen, die ablaufen in der Politik. Aber wichtig ist, jeden Tag einen Spaziergang zu machen.
So, und dann kommen Ausreden viel von Leuten, die sagen, Mensch, bei euch ist es schön, ihr habt da den See, ihr habt den Wald und bei mir, ich bin in der Stadt und da ist alles schlimm. Wenn die nur anfangen, eine Kerze anzuzünden, das habe ich vor Jahren auch noch gemacht, und sich hinsetzen vor diese Kerze und sich zu konzentrieren und nur dieses Licht, dieses natürliche Licht, in dem Fall Feuer, anzuschauen und in Verbindung damit zu gehen. Es gibt ja diese Grundelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Ja, und dass man mit diesem einen Element Kontakt aufnimmt. Und speziell jetzt im Sommer, ganz simpler Tipp, den jeder umsetzen kann, barfuß zu laufen. Und zwar barfuß auf dem Rasen sich zu erden. Und da könnt ihr auch in einer Stadt wohnen. Da ist irgendwo immer ein Stückchen Rasen. Müsst ihr natürlich auf die Hundekacke wahrscheinlich aufpassen. Aber es gibt Stadtparks ohne Ende. Und da merkt ihr schon alleine vom Laufen, dass dort etwas passiert, von unten nach oben kommt. So kann man auch eine gewisse Grundreinigung machen. Und wenn man nur noch von dem Handy ist, tagtäglich, wird man wirklich wahnsinnig. Und das siehst du ja teilweise auch bei vielen im Außen. Der positivste Moment in meinem Leben, dass ich fast tot war, also klinisch tot. Ein Ereignis 2012, was massiv mein Leben verändert hat. Ich war nur unterwegs auf der Überholspur, Zeit meines Lebens. Aber nicht auf der linken Spur, sondern auf der rechten, auf die man nicht achtet. Wo man denkt, Standspur, bin ich vorbeigefahren. Und auf einmal wurde ich aus dem Leben, von hier auf gleich, aus dem Leben gerissen. Hatte dort auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Und in diesem Moment hatte ich eine gewisse Glückseligkeit auch gespürt, was ich theoretisch schon kannte aus diversen Büchern von Elisabeth Kübler-Ross und Raymond Moody, die über diese Ereignisse geschrieben haben. Und ich habe eine Glückseligkeit, eine Freude auch gespürt, hatte mir danach gesagt, werde ich nie vergessen, wenn dir das nochmal passieren würde, also würdest du dann sterben, also ist letztendlich nur ein Übergang in eine andere Welt für mich. Habe ich dort auch massiv wahrgenommen. Was würdest du tun wollen? Und in diesem Moment ist die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Und zwar mein erstes Buch, Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Ist übrigens nicht uninteressant, vielleicht mal für euch, weil es sehr intim ist, da habe ich noch nie drüber gesprochen. Ganz sehr erfolgreiches Buch, 13. Auflage, Kultbuch mittlerweile. Viele haben mich gefragt, haben gesagt, warum ist das Buch so erfolgreich? Und dein Buch, Die Jahrhundertlüge 2, ist nicht so erfolgreich, obwohl viele Leute um mich herum, Freunde, Bekannte, der Meinung sind, das zweite Buch ist wesentlich besser. Und ich habe oftmals darüber nachgedacht, warum, wirklich. Und wenn ich darüber nachdenke, was war anders? Das zweite Buch ist, ich sage es mal, berechnend entstanden, wo man sagt, okay, du nimmst die und die Themen, die bringst du. Beim ersten Buch war es so, ich war so angeschlagen, dass ich zu Hause noch lag, musste betreut werden. Jeden Tag kam ein Arzt nach Hause. Meine Sekretärin hat mich besucht damals am Bett nach der Krankenhauszeit und ich habe dort im Hier und Jetzt gelebt, konnte gar nicht anders und habe letztendlich die Zeilen mit der inneren Emotion, die ich in mir drin hatte, geschrieben. So kann ich es mir nur erklären, warum das so ist. Was heißt das jetzt für euch? Dass ihr Dankbarkeit einfach mal ins Leben mit einbezieht. Dankbar für jeden Moment und für jeden Atemzug. Weil es könnte theoretisch auch der letzte sein. Und dann verändert sich auch die Betrachtungsweise von innen nach außen. Also ich gehe nach innen und dann gehe ich transformiert nach außen. Das wäre meine wichtige Botschaft an euch.